Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlichst bei Unglaubliche spirituelle Wahrheiten TV zu einem weiteren Interview mit dem bekannten Geistheiler Sananda. Hallo Sananda. Hallo. Ein herzliches Willkommen, ja. Auch an dich natürlich. Und danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast, um uns und auch unseren Zuschauern neue, wichtige Erkenntnisse mitzuteilen und auch um Fragen zu beantworten, die zwangsläufig immer wieder auftreten. Dein Betätigungsfeld ist dermaßen umfangreich. Ich glaube, wir könnten jeden Tag ein neues Interview führen und wären am Ende des Jahres nicht mal im Ansatz durch mit all deinen Themen. Leider hast du nicht sehr viel Zeit, darum können wir nur alle paar Monate so ein Interview wie heute mit dir führen. Du bist nun schon einige Jahre als Geistheiler und Exorzist tätig und man kann, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, dass du mit Sicherheit zu den erfolgreichsten Heilern in ganz Europa gehörst, wenn nicht überhaupt weltweit. Die Dankeschreiben deiner Klienten aus aller Welt bestätigen das. Ebenso die mittlerweile zahlreichen Klientenvideos über teils unfassbare und unglaubliche Wunderheilungen und auch unzähligen anderen Heilungen auf den verschiedensten Ebenen. Du beschränkst dich ja nicht allein auf die geistige, körperliche Heilung von Mensch und Tier, sondern arbeitest energetisch auf ganzheitlicher Ebene. Also deine Arbeit wirkt in alle Felder des Seins deiner Klienten ein. Zum Beispiel eben auch in Beziehungen und in den Beruf. Du betonst immer wieder, dass deine Arbeit keinesfalls einen Arzt ersetzen kann oder vielleicht besser will. Du auch nie eine Heilung oder Besserung versprichst oder gar garantierst. Und dass du selbst ausschließlich bioenergetische, also geistige Behandlungen machst und keine medizinischen. Du sagst auch immer, Gott ist der eigentliche Heiler und du dich nur als Werkzeug Gottes verstehst und siehst. Und den Menschen wird es, wenn ich es salopp ausdrücken darf, eigentlich egal sein, wer oder was letztendlich zur Heilung führt. Hauptsache, es findet die Heilung und die Besserung statt. Der Titel unseres heutigen Interviews heißt: Warum leiden so viele Menschen in ihrer Partnerschaft, in Familie und Beruf? Lieber Sananda, bevor wir tiefer in das heutige Thema eingehen, es interessiert unsere Zuschauer sicher sehr, wie es dir und deiner Familie derzeit geht. Du berichtest auf deinem täglichen Blog, auf deiner Webseite unter Aktuelles Neu, in letzter Zeit vermehrt über eine Zunahme der Drangsale, der Blockaden, der massiven Angriffe gegen deine Familie und dich. Kannst du uns allen sagen, die das sicher wissen wollen, wie der Stand der Dinge ist? Ja, also ich lebe noch, wie man sieht. Gott sei Dank. Das ist schon mal ganz positiv, ist noch alles dran, alle Arme, alle Beine. Und ja, der Stand der Dinge, es hat zugenommen in den letzten Monaten ganz stark. Das heißt, die astralen Angriffe haben vehement zugenommen. Aber insbesondere auch die Angriffe über die Menschen. Das heißt, im Alltag. Immer mehr Menschen verlieren ihre Seele und sind somit steuerbar durch die Dunkelmächte und werden dann wiederum auch als Werkzeug benutzt. Es gibt ja nur zwei Werkzeugarten. Entweder du bist Werkzeug Gottes oder du bist Werkzeug Satans, um es mal salopp zu sagen. Und die meisten Menschen sind mittlerweile eben Werkzeug Satans geworden, Verbündete von den Dunkelmächten. Und unbewusst natürlich, hauptsächlich, also nicht alle wissen das, die allerwenigsten. Und das verringert aber keinesfalls
die Pein, die meine Familie und ich ertragen müssen, durch eben diese unbewussten Menschen oder auch bösartigen Menschen. Und die Angriffe sind so zahlreich, da kann ich jetzt gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen. Zum Beispiel heute Nacht hat mein Hund Durchfall bekommen, einfach so, und hat mich die ganze Nacht wachgehalten. Ich habe keine Minute geschlafen und sehe dementsprechend auch müde aus heute, wobei die Augenränder, die kommen durch die Mikrowellenbestrahlungen, die die Indigos kriegen und die Sternensaaten. Die haben auch andere Menschen, auch wenn sie gut schlafen, habe ich die manchmal. Wie gesagt, sie machen solche Dinge immer zu Geburtstagen gerne, zu Feiertagen, zu Weihnachten oder wenn ich wichtige Termine habe, wenn ich morgens raus muss, kriegt mein Hund eben Durchfall oder andere plötzliche Blockaden, die mir eben den Schlaf rauben. Und das kommt immer punktgenau. Also die Dunkelheit lässt sich da einiges einfallen, um mich zu blockieren und zu behindern. Vor 2 Wochen habe ich einen Unfall gehabt. Da ist eine alte Oma mit über 80 frontal auf mich zugerast. Ich konnte gerade noch nach rechts ausweichen. Dann hat sie mir die Seite geschrammt und wurde auch niemand verletzt. Und das war im Prinzip ein Mordanschlag, nichts anderes. Weil diese dunklen Mächte, die wollen Menschen wie mich weghaben und insbesondere eben mich. Aus bestimmten Gründen. Die Menschen, die mich schon länger kennen und die Insider, die wissen, von was ich rede, warum gerade ich so bedrängt werde und so bekämpft werde. Das hat natürlich einen Grund. Ich denke, dass es nicht viele gibt, die derart bekämpft werden. Und es gibt ja auch die verschiedenen Terrorabwehrprogramme von den Regierungen weltweit. Da gibt es verschiedene Stufen, das habe ich auch schon öfters gesagt. Es gibt diese Drangsale-Programme, die jeder Bewohner der Erde erlebt. Das sehen wir jeden Tag, wie wir schikaniert werden. Auch jeder wird schikaniert von seinen Regierungen, von den Behörden, durch Willkür, durch Korruption. Es geht um Unterdrückung, um Versklavung, um Macht. Und diese Programme werden natürlich noch abgestuft, weiterhin ausgeübt durch diese durch die Regierungen und durch die Nichtregierungsorganisationen wie das Rote Kreuz und die Unterorganisationen, die katholische Kirche, die haben einen Geheimdienst und so weiter. Der Geheimdienst als solches, der Mossad, der CIA, die haben alle Unterorganisationen, die nichts anderes machen, wie Menschen wie mich zu überwachen. Da habe ich auch in meinen Büchern schon drüber geschrieben. Da gibt es auch Belege, Aussagen und so weiter, Quellen. Die sind keine Hirngespinste, sind auch mittlerweile einige meiner Klienten, die das bestätigen, denen es auch so geht. Zwar nicht in dem Ausmaße, aber diese Überwachung, ob das über Drohnen ist oder über Abhörmaßnahmen oder über Mikrowellen, Skalarwellenmaßnahmen, mit denen man ja auch abhören kann und auch foltern kann. Ja, das ganze Programm. Und wenn du ganz oben bist an der Spitze der Pyramide von der Drangsale, dann ist es ziemlich hartes Leben, kann man so sagen. Kann ich verstehen, ja. Ja. Die Frage ist natürlich dann, wie gehst du mit diesen Attacken um? Und wie steckst du das weg und auch die Drangsale in Bezug auf deine Familie? Gibt es eine besondere Technik oder etwas Ähnliches, um das überhaupt zu verarbeiten? Oder bist du und auch deine Familie besonders geschützt durch die geistige Welt? Ja, natürlich sind wir geschützt durch die geistige Welt, durch Gott und seine Helfer, sonst wäre ich nicht mehr am Leben. Ich habe schon einige Mordanschläge hinter mir, das hat schon als Kind angefangen, wo ich ertrunken wäre fast. Und natürlich kann jetzt jemand sagen, jeder hat schon mal Unfälle gehabt oder irgendwelche Erlebnisse, die darauf hindeuten könnten, dass es ein Mordanschlag wäre, aber die Häufigkeit macht es eben. Die Häufigkeit. Wenn dir das eben jeden Tag passiert, dann ist es sehr auffällig. Ich muss also auf der Hut sein im Straßenverkehr, wie noch was. Und man kann natürlich sich schützen gegen gewisse Angriffe, aber es gibt natürlich auch Vorkommnisse, da kann man nichts dagegen tun. Wenn dir jemand entgegenläuft und spuckt dir vor die Füße, was mir auch ab und zu passiert, dass wildfremde Leute mir vor die Füße spucken, dann kannst du ja nichts dagegen tun in dem Moment.
Du kannst natürlich dann nachher entscheiden, wie gehe ich danach mit der Situation um. Und du kannst dann lachen drüber oder den Kopf schütteln. Im Unterbewusstsein natürlich muss man es verarbeiten irgendwann. Man denkt ja nur an Jesus. Was haben sie mit Jesus gemacht? Der wurde auch gepiekst, gedrangsalt, er wurde gesteinigt, er wurde als Betrüger, Scharlatan und was weiß ich was alles bezeichnet und zum Schluss sogar noch ans Kreuz genagelt, als Dankeschön für seine Heilungen. Und heute wird ihm gehuldigt. Damals haben sie ihn gekreuzigt und wollten ihn tot sehen. Und es gibt ja auch einen Spruch in der Bibel, sie werden ihn nicht erkennen, wenn er vor ihnen steht. Sinngemäß. Und wie geht man damit um? Es gibt Tage, da fällt es einem leichter, da lacht man drüber. Es gibt aber auch Tage, da geht es einem eben nach. Oder wenn es gesundheitliche Eingriffe sind, wenn sie die Tiere angreifen, was ja auch passiert, gesundheitlich oder auch durch Besetzungen, wenn sie das die Nachbarn manipulieren, wenn sie Leute im Straßenverkehr manipulieren, die dann plötzlich auf dich zufahren. Also es ist quasi ein ständiger Überlebenskampf. Man wird quasi trainiert, wie auf höchster Ebene, also mehr wie ein Geheimagent quasi, dass man ständig wachsam ist. Die astralen Mächte, die habe ich im Griff durch meine Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Da muss ich jetzt keine große Hilfe haben. Gefährlicher sind eben diese Angriffe von den Menschen, die über die Menschen passieren oder auch Angriffe gegen meinen Hund zum Beispiel, über andere Hunde, die dann besetzt werden, dass man quasi ständig in Abwehrbereitschaft ist, ob man das will oder nicht. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwelche Ängste nach außen trage oder zeige, sondern im Gegenteil. Ich habe keine Angst und mein Hund auch nicht und trotzdem passieren ständig irgendwelche Dinge. Und meiner Tochter passiert das Gleiche und meiner Partnerin auch. Also ich erlebe das quasi dann immer dreifach. Und das geht dann schon manchmal ganz schön an die Substanz. Und ich wundere mich dann manchmal selber, wenn ich müde und ermattet morgens aufwach, dass ich den Tag doch noch überstanden habe und dann nach einer Weile doch wieder die Lebensfreude zurückkommt. Gott sei Dank, ja. Zum Thema Partnerschaften. Warum scheitern so viele Ehen und Beziehungen? Mittlerweile wissen wir, gehen nahezu 50% der Partnerschaften nach etwa spätestens 10 Jahren auseinander, oft sogar früher. Was läuft da schief? Hat das etwas mit falschen Programmierungen zu tun, mit falschen Voraussetzungen, die von der Gesellschaft vorgegeben werden? Ja, das hat natürlich tiefliegende Gründe. Das gesamte Weltbild, das gesamte Gesellschaftsbild wird komplett falsch dargestellt oder falsch vermittelt. Die ganze Ausbildung, die wir bekommen, wie wir geprägt werden von klein auf, das läuft ja alles schief. Man muss ja zu Beginn, muss ich vielleicht vorausschicken, jeder, der hier zuhört, sollte eigentlich so weit sein, dass er akzeptiert, dass wir Geistwesen sind, dass wir Bewusstseinsformen sind, die verkörpert sind hier als Menschen. Das ist Grundvoraussetzung. Er muss auch an Karma glauben und an Reinkarnation glauben, sonst braucht er gar nicht weiter zuhören, was ich hier heute sage. Weil das ist keine normale Partnerschaftsberatung, wie man sie bei Sat.1 im Frühstücksfernsehen kriegt. Da habe ich zufällig heute Morgen gesehen, aber im Zappen, bevor ich mich gerichtet habe. Und da kam zufällig, wie es der Zufall so will, kam gerade eine Sendung, irgendein Lehrer, ein Partnerschaftslehrer, der da 10 Punkte aufgestellt hat, nach welchen man den Partner aussuchen muss. Also gleiche Bildung, gleiches Niveau, Geld, wie sieht's da aus, beruflich, Hobbys, Gemeinsamkeiten, lacht er hübsch und lauter so primitive, blöde Punkte. Aber es war genau die richtige Vorlage für mich heute. Weil das ist genau das Falsche, was da passiert. Die Menschen werden so ausgebildet, die wachsen auf. Wenn ich groß bin, muss ich arbeiten gehen. Und ich muss Geld verdienen, damit ich eine Frau ernähren kann und eine Familie ernähren kann. Die Frauen wachsen auf, ich muss hübsch sein und ich muss adrett sein, also so war es früher, und schlank und so weiter. Und ich muss gucken, dass ich bald einen abkriege, weil wenn ich zu lange warte, sind die Besten alle weg.
und dann schnappen die sich eben ein, damit sie versorgt sind. Und natürlich sind nicht alle Frauen so, ganz, ich will ja kein falsches Frauenbild hier aufbauen, aber das wird eben suggeriert, du musst versorgt sein, du musst einen guten Mann haben und dann hast du, ja, dann hast du eben deinen Soll erfüllt als Frau und dann musst du irgendwann Kinder kriegen. Und so laufen die draußen aufeinander zu und dann laufen die sich quasi mehr oder weniger zufällig über den Weg und dann wird der Nächstbeste wird quasi genommen, ja, huhu, jetzt habe ich einen und den packe ich mir jetzt und den kralle ich mir und den heirate ich. Und dann habe ich meine Zukunft gesichert. Viele Frauen sind leider immer noch so gepolt, dass sie eben einen Mann suchen, den sie als Versorger brauchen. Natürlich kommt jetzt eine andere Welle von Frauen, die Emanzen, die Karrierefrauen, die machen genau das Gegenteil und das ist genauso falsch, weil da kriegen viele Männer wiederum Angst. Mhm. Wer will schon eine Karrierefrau als Frau, wenn er nicht selber vielleicht ein Karrieremann ist? Aber um das zusammenzufassen, die Partnerauswahl ist als solches schon ein Blödsinn, weil wer sagt denn, dass wir überhaupt einen Partner brauchen in unserer Inkarnation? Wer sagt denn das? Das sind ja Dogmen, Paradigmen, die hier uns aufgetischt werden vom System. So hat es zu laufen. Und das sehe ich eben ganz anders. Es kann ja auch durchaus sein, dass jemand ein ganzes Leben alleine verbringt und das vielleicht auch so gewollt hat. Und da werden eben die Menschen komplett in eine falsche Richtung gedrückt, in einen Zwang reingedrückt und erfüllen dann irgendwann das Soll, was die Gesellschaft von demjenigen erwartet. Und irgendwann stellen sie dann früher oder später fest, dass sie eben mit dem anderen gar nicht klarkommen. Mhm. Und dass sie da eben zu schnell sich entschieden haben aus Zeitdruck, Zeit ist ein ganz großer Faktor. Wie lange kann eine Frau ein Kind kriegen und so weiter und so fort. Mhm. Das sind alles Dinge, die uns vorgegeben werden, die aber alle komplett falsch sind. Mhm. Nun ein etwas sensibles Thema. Wie steht es mit dem Sex als mögliche Ursache für gescheiterte Partnerschaften? Viele Beziehungen gehen auseinander, weil eben der Sex nicht mehr klappt, die Lust mit der Zeit verschwindet, die Erwartungen an den Partner zu hoch sind vielleicht. Was läuft da falsch beim Thema Sex? Ja, das ist genau das Gleiche wie gerade eben, da läuft alles falsch, weil Sex hat mit Partnerschaft und mit nichts zu tun und mit Liebe schon gar nicht. Es sind ja zweierlei Dinge. Das ist genau das Gleiche. Die Menschen werden wiederum programmiert über die Medien von klein an. Im Kindergarten fängt es ja schon an. Da lernen die kleinen Kinder ja heutzutage schon, wie man masturbiert. Ich weiß nicht, ob es in Österreich und der Schweiz, wie es da aussieht, weiß ich nicht. Aber in Deutschland ist es schon so. Da gibt es Unterricht bei den Dreijährigen, Vierjährigen, wie man richtig masturbiert. Ja, ganz ehrlich. Ja, ich habe es auf meiner Webseite schon gezeigt und im Internet kann man das auch googeln. Und da läuft auch alles falsch. Das heißt, wir werden alle programmiert auf den tierischen Trieb. Weil Sex ist ja ein tierischer Trieb, nichts anderes. Wir sind Menschen und wir streben zur Vollkommenheit, werden aber runterdegradiert auf den tierischen Trieb. Und das heißt, wir suchen dann die Partner aus, oder viele suchen die Partner aus, nach dem Trieb. Das heißt, auf wen sie sexuell anspringen. Und wenn dann die Lust nachlässt von dem Trieb irgendwann, zwangsläufig, was früher oder später der Fall ist, ist nichts mehr da, leere Blase, guckt man sich blöde an, hat sich nichts mehr zu sagen. Die meisten Partnerschaften funktionieren nur aufgrund der sexuellen Ebene. Viele Frauen binden ihre Männer über den Sex, damit die nicht abhauen. Und die Männer sind zufrieden, wenn sie eben ihren Sex haben, natürlich nicht alle. Das sage ich jetzt einfach mal so pauschal, ohne jemanden angreifen zu wollen. Das Schlimmste, was passieren hat können, ist, dass der Mensch reduziert wird auf seinen tierischen Trieb. Und deswegen sehen wir auch in allen Zeitschriften nur noch Pornos, nackte Frauen. Im Internet werden wir überschwemmt mit Pornos. Man kann sich gar nicht mehr wehren dagegen. Die werden sogar eingeblendet auf die Webseite. Plötzlich kommt eine Werbung über irgendeine Porno-Webseite. Wir sehen nur noch nackte Frauen. Das heißt, es wird als gesellschaftsfähig dargestellt irgendwann, das ist auch der Sinn des Systems. Unsere Herrschenden möchten eben uns runterklassifizieren auf ein Tier.
das nur einen Trieb hat und nur Partner sucht, mit dem sie sofort ins Bett können. Und die ganzen Dating-Shows im Fernsehen, wo nackte Männer mit Penissen in Glaskästen stehen und dann kommt eine Frau und sagt, ich hätte gern den oder den. Das ist pervers hoch 10. Und die meisten Ehen gehen ja kaputt wegen dem Sex, allermeisten Ehen, weil sie sich außer dem Sex nichts zu sagen haben. Ich sage nicht, dass Sex schlecht ist oder unmoralisch, das ist Blödsinn. Natürlich können Liebende miteinander Sex haben, aber es wird uns ja als Zwang verkauft. Wir müssen so und so oft können und dann muss man eben Viagra nehmen. Und wenn es mit der Lust nicht so klappt wegen den Kindern, dann muss man zum Psychotherapeuten und dann muss man eben einen Plan aufstellen, wann haben wir denn Zeit für uns beide, damit wir Sex machen können, damit es ja nicht zu kurz kommt. Um Gottes Willen, das ist total krank. Wir müssen einen Partner aussuchen aufgrund von unserem Herzen und wenn der Sex dann weg ist, dann merken wir erst, wie stark die Liebe ist, die Zugehörigkeitsgefühl zum anderen. Und was passiert denn, wenn der Partner mal einen Herzinfarkt hat? Meine Partnerin hat vor 10 Jahren einen Herzinfarkt gehabt, wir hatten 3 Jahre keinen Sex. Habe ich mich deswegen umgebracht oder bin fremdgegangen? Nein, ich habe Verständnis dafür gehabt und habe darauf verzichtet und habe gelernt, das geht auch ohne. Und das ist ein Lernprozess. Wir Menschen müssen lernen, sowieso spirituell müssen wir lernen, wenn wir aufsteigen wollen, wenn wir erleuchtet werden wollen, müssen wir lernen, unsere Triebe zu kontrollieren. Nicht auszublenden komplett, aber zu kontrollieren. Das heißt, ich entscheide, wann ich will und wann ich nicht will und nicht, wann ich muss. Und so werden wir von den Medien, von den Regierenden, werden wir quasi gezüchtet zum niedrigen Tier, das nur noch auf dem Sextrieb operiert. Und so können sie uns auch wunderbar steuern. Wie eine Herde Schafe. Ja. Spielen Besetzungen, schwarze Magie, Voodoo und verstorbene Seelen oder auch andere unsichtbare Wesen oder Mächte eine Rolle bei den vielen unglücklichen Beziehungen? Nur. Es gibt grundsätzlich 2 Richtungen, die uns beeinflussen. Die positive geistige Welt und die negative geistige Welt. Das, was wir als Engel und Schutzengel und so weiter bezeichnen und eben, was ich als Reptiloiden, als Graue und als sonstige Wesen, die ich beschreibe in meinen Büchern und Videos, darstelle. Die gibt es und es gibt auch verstorbene Seelen. Das heißt, das ist auch mit dem Grund, warum wir so auf den Sextrieb reduziert werden, weil das ist ja eine Sucht, die da entsteht. Und eine Sucht fördert immer Besetzungen von Verstorbenen oder von anderen Wesenheiten. Das sind niedere Energien, die ziehen quasi gleichwertige Energien an. Und wenn jetzt jemand sexsüchtig war, gibt's da sehr viele davon, stirbt dann kommt er quasi nicht weiter von der Dimension, bleibt er quasi in der 4. Astralebene hängen und klammert sich dann an andere, die noch leben, die ähnliche Energien haben wie er, die also auch sexsüchtig sind. Die klammern sich dann, besetzen den und verstärken dann seine Sexsucht noch mehr. Dann gibt's natürlich schwarze Magie. Gerade in den südamerikanischen Ländern, afrikanischen Ländern wird das sehr oft angewandt. Wenn eine Frau unbedingt einen Partner will, der aber sie nicht will, dann gehen sie zum Schwarzmagier und sagen, verhex den mal bitte, ich möchte den als Mann. Und das funktioniert und funktioniert sogar oft. Oder andersrum, der will mich nicht, tu dem bitte Böses, der soll krank werden. Das gibt's alles und das funktioniert auch oft. Und dann gibt's noch Elementalwesen, die wir selber erschaffen durch unsere Süchte, durch unsere Gedanken. Und die können sich auch an uns ranklammern und auch an andere ranklammern. Und gerade wenn wir so Hormonschwankungen kriegen, sind immer Elementalwesen mit im Spiel. Das heißt, die manipulieren uns. Die können auch steuern. Die können zum Beispiel gezielt eine Frau Gefühle geben, dass sie jetzt auch gezielt auf diesen Mann abfährt oder umgekehrt Mann-Frau. Die können das steuern, die können quasi Paare zusammenführen unter dem Aspekt vom Sex, der Lust. Diese Hormone werden gesteuert durch Elementalwesen und diese Elementalwesen werden gesteuert durch die geistige Welt. Das kann im Positiven, aber auch im Negativen geschehen, wenn jemand zusammenkommen soll. Irgendwie muss man sie ja zusammenbringen. Und deswegen passiert das eben. Also wir werden ständig beeinflusst, deswegen müssen wir uns immer überprüfen.
sind diese Gefühle wirklich nur jetzt hier im Bauch und tiefer oder mehr oben? Und das merke ich dann, wenn ich die Zeit abwarte. Nach einer gewissen Zeit merke ich, dass dieses Gefühl dann vielleicht abflaut und dann nur noch das Herz da ist oder das, was wir als Verstand betrachten. Kann ich mit demjenigen reden? Fühle ich mich zu dem hingezogen oder will ich nur mit ihm ins Bett? Und da muss man eben lernen zu unterscheiden. Und da werden wir ständig manipuliert, im Positiven wie im Negativen. Und Sananda, wie steht es mit dem Karma und dem sogenannten Schicksal? Spielen diese Faktoren auch eine Rolle oder ist alles nur durch dunkle Mächte gesteuert? Natürlich nicht nur durch dunkle Mächte. Wie ich gerade eben sagte, auch die hellen Mächte steuern, beide steuern, auch wobei auch die hellen Mächte manchmal die dunklen Mächte benutzen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Weil irgendwie müssen sie es ja demjenigen sagen. Und da sie aus der Astralwelt und aus den höheren Dimensionen ja nicht zu uns reden können, müssen sie es mit uns über andere vermitteln, über Symbole, über andere Menschen, über Informationen, die uns quasi täglich begegnen. Und wenn die geistige Welt will, dass jemand zusammenkommt, weil wir das so vor der Inkarnation abgesprochen haben, uns aber nicht mehr erinnern können, dann müssen die ja irgendeinen Weg finden, damit wir zusammenfinden. Und das geht über Emotionalkörper, wo sie uns eben diese Gefühle geben, wo wir als Gefühle, als eigene Gefühle betrachten. Mhm. Wir kennen ja alle dieses Schmetterling im Bauch. Man sieht einen anderen Menschen und denkt, ah, der ist aber attraktiv und bekommt eben gewisse Gefühle. Die werden gesteuert, diese Gefühle. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Die Frage war, wie es mit dem Karma steht und dem sogenannten Schicksal. Das Karma bedeutet, wir geben der geistigen Welt ja einen Auftrag, das und das erleben zu wollen oder abarbeiten zu wollen. Und vergessen das ja nach der Inkarnation zwangsläufig, also in der Regel. Es soll ja Menschen geben, die sich daran erinnern oder den Zugang haben zur Akasha-Chronik, wobei ich habe den Zugang. Aber was das eigene Schicksal und das eigene Karma betrifft, ist da eine Blockade drin. Weil die lassen sich ja nicht austricksen. Das ist sehr, sehr einfach für mich. Also was mich selber betrifft, muss ich dann natürlich immer, kriege ich nicht alle Informationen, nur die ich gerade brauche. Und viele Paare kommen zusammen aus karmischen Gründen, was wir eben auch Schicksal nennen. Aber wir können das Schicksal selber beeinflussen. Das heißt, wenn zwei zusammengekommen sind, auch wenn sie das wollten und es passt einfach nicht hinten und vorne, auf keiner Ebene, dann liegt es ja an uns, was wir daraus machen. Was wir generell haben, wir es immer in der Hand, dass wir das Schicksal verändern können. Wir bekommen quasi Ecksteine vorgelegt, so Abschnittsteine, wo wir quasi durchlaufen müssen, ob wir wollen oder nicht. Und egal, welche Umwege wir gehen, wir landen irgendwann immer an diesen Steinen wieder, wo wir durch müssen, vorbei müssen. Aber wir entscheiden, wie wir damit umgehen. Und somit können wir das Schicksal auch verändern. Wie verhält es sich mit den sogenannten Seelendualen? Oft auch irrtümlich als Dualseele oder Zwillingsseele bezeichnet. Ist es denn wirklich so, dass eine Partnerschaft nur und ausschließlich funktioniert, wenn Seelenduale zusammen sind? Gute Frage, bekomme ich sehr oft von meinen Klienten gestellt. Bin ich mit meinem Seelendual zusammen? Ursprünglich wird es ja gern als Zwillingsseele und Zwillingsflamme bezeichnet. Ist ja totaler Humbug, New Age Wortklauberei. Es gibt Seelenduale, das heißt, es gibt in der Regel sind es 4 bis 6 Seelenduale, die es gibt, manchmal auch 10, aber selten mehr, die aber selten oder nicht immer gleichzeitig inkarnieren. Manchmal ist einer ganz alleine, dann kann er kein Seelendual finden als Partner, weil er alleine inkarniert ist, dann hat er sich die Aufgabe genommen, dieses Leben alleine zu meistern. Und die bleiben dann oft alleine und schreiben dann, warum finde ich nie einen Partner, sind 50 Jahre alt und ich finde einfach keinen Partner. Ja. Dann schreibe ich zurück, ja, es ist für dich einfach nicht vorgesehen, such deinen eigenen Weg, such nicht immer das Glück im Außen oder bei anderen. Und wenn es sein soll, dann kommt es, wird einem zugeführt. Da kann man nichts dagegen tun. Ich habe meine Partnerin vor 30 Jahren kennengelernt, als ich aus dem Lokal rauskam und sie musste nochmal zurück, weil sie die Handtasche vergessen hatte drin. Hätte sie die nicht vergessen,
wäre sie weg gewesen. Also da wurde eingegriffen, damit wir uns quasi über den Weg laufen. Und deswegen müssen die Menschen immer lernen, mehr zu vertrauen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wir stammen ja alle nicht von der Erde. Auch du nicht, der Kameramann nicht. Wir stammen alle nicht von der Erde. Wir sind alle nicht von hier. Wir inkarnieren alle von anderen Planetensystemen, von anderen Dimensionen, hier in menschlichen Körpern. Und denn wenn das eben nicht zusammenpasst, die Konstellation, die Planetenkonstellation, das heißt, wenn ein Repto sich mit einem Indigo verheiratet, das gibt Mord und Totschlag. Und Plejada mit Plejada, das passt wunderbar. Mantis mit Plejada geht auch noch. Repto mit Mantis geht auch noch. Und Santino mit Indigo geht und Plejada mit Indigo geht auch. Also im Prinzip geht es darum, ist eine Seele da oder nicht? Mhm. Ist einer ein Dunkler, ein Kaaniter, schweres Wort, um von der Bibel zu sprechen, die Dunklen, die Reptos, die Bösen, die können mit den Seelen, beseelten Menschen einfach nicht auskommen. Das geht nicht. Das gibt irgendwann Mord und Totschlag. Einer leidet immer ohne Ende. In der Regel ist es der Beseelte, weil der Dunkle leidet in der Regel nicht. Der lebt ja nur im Ego-Bewusstsein. Deswegen ist ganz wichtig, woher kommt mein Partner? Und wenn das nicht passt, dann hat es keinen Sinn. Dann wird es zum Scheitern führen, früher oder später. Da führt kein Weg dran vorbei. Deswegen sollte man bei der Partnerwahl darauf achten, mit wem ich zu tun habe. Natürlich haben jetzt die Klienten und die Zuschauer nicht die Möglichkeit, das zu prüfen. Und deswegen müssen sie eben durch die Schule der Erfahrungen gehen, um die nötigen Erkenntnisse zu gewinnen. Mhm. Na, schön gesagt, ja. Welche Rolle spielt deine bioenergetische Behandlung bei Partnerschaften und Beziehungen und auch in der ganzen Familie deiner Klienten? Ja, die spielt, wie gesagt, eine ganzheitliche Rolle, weil diese Besetzungen, die greifen ja auch in das Familienleben ein. Und wenn ich die Menschen behandle, dann befreie ich sie ja von negativen Energien und Besetzungen und Blockaden. Das kann dann sein, dass nach der Behandlung, und das sehe ich eben oft in den Berichten von den Klienten, die Beziehungen wieder funktionieren, weil eben die Störfaktoren weg sind. Und durch das, dass ich den Menschen eine Verfügungen an die Hand gebe und sie bevollmächtige, können sie sich täglich reinigen, so wie du jeden Tag die Hände waschst, damit sie nicht schmutzig bleiben, so müssen die Menschen sich jeden Tag reinigen von geistigem Befall. Ganz einfach. Und das machen eben die wenigsten. Deswegen gibt es so viele kaputte Ehen, weil sie eben hier nicht nachdenken, weil sie eben nur auf der Ego-Schiene leben und auf der Materie-Schiene leben und nicht tiefer gehen. Die Gründe liegen immer im Geistigen, im Seelischen, immer. Sananda, ist es so, dass diese verschiedenen Herkünfte der Menschen oder der Seelen von verschiedenen Planeten auch ein Grund dafür ist, dass viele Menschen in ihren Berufen gegängelt, drangsaliert oder gemobbt werden? Ja, das ist genau das Gleiche. Wir müssen grundsätzlich unterscheiden. Es gibt nur zwei Arten von Menschen, Beseelte und Unbeseelte. Entweder du bist im Stromnetz angeschlossen oder nicht. Eins von beiden. Und die beseelten Menschen, die auf dem Weg sind, aufzuwachen, die ein Herz haben, die Mitgefühl haben, die leiden immer auf dieser Welt, immer. Der eine mehr, der andere weniger. Und die werden auch gemobbt. Die kommen nicht hoch im Beruf. Die werden blockiert, dann werden Steine in den Weg gelegt, weil die da oben, die Herrschenden, die Macht hinter der Macht, die wissen ganz genau, wer du bist. Die wissen ganz genau, wer ich bin. Schon bevor du auf die Welt kommst, wissen die schon, wer da kommt. Und die kennen die Abstammung, also wo wir herkommen. Die wissen ganz genau, kommt da einer von der lichten Sorte oder einer von unserer Sorte. Und dann wirst du von klein an über schwarze Listen, wirst du dann schon geführt in den bei den Behörden. Die wissen da Bescheid. Natürlich kennen die nicht die spirituellen Hintergründe. Aber da gibt es natürlich Anweisungen, dass du, da wird eine bevorzugt. Oder ich habe das gemerkt nach dem Schulabschluss, wie manche
Lehrstellen bekommen haben, wo ich dachte, wie kann das sein? Das war doch ein Vollidiot in der Schule. Mhm. Wie kann der die Lehrstelle bekommen? Ich bin doch viel gescheiter wie der und hab keine Chance gekriegt. Und so ging es bei mir das ganze Leben, dass andere, die weniger qualifiziert waren wie ich, weniger intelligent waren, weniger Leistung gebracht haben, trotzdem immer irgendwie weiter, schneller hochgekommen sind, immer mehr Geld verdient haben, immer mehr Glück hatten und so weiter. Und so geht's den meisten beseelten Menschen hier auf der Erde, nur sehen sie keine Zusammenhänge. Sie schieben das halt dann immer auf gewisse Umstände, auf Personen, auf Firmen und so weiter. Letztendlich liegt der Grund in ihnen selber. Und das müssen die Menschen erkennen. Je mehr sie drangsaliert werden, je mehr Pech sie haben, je mehr sie gemobbt werden, desto lichtvoller sind sie in aller Regel. Sananda, du sprichst und schreibst oft über den Jesusweg und den Aufstieg. Welche Rolle spielt der Jesusweg eigentlich? Was bedeutet das überhaupt, auf dem Jesusweg zu sein? Und was hat der sogenannte Aufstieg mit Partnerschaften zu tun? Ja, das Letzte gleich vorneweg. Ein Partner kann dir helfen, aufzusteigen oder dich hindern am Aufstieg. Je nachdem, welchen Auftrag dein Partner hat. Weil ich kenne auch Beziehungen, gerade bei uns in der Verwandtschaft zum Beispiel, wo eine Frau, eine Reptofrau, jemanden aus unserer Verwandtschaft geheiratet hat. Der war immer Plejadier und ist jetzt seelenloser Mantis, seit 5 Jahren ungefähr. Es dauert so in der Regel 5 Jahre in einer Beziehung, bis die Seele weg ist. Und das ist ja auch der Auftrag der Reptos. Die klauen uns die Seelen. Das heißt, die binden uns an ihre niedere Energie ran, durch Sex, durch Macht, durch Unterdrückung, durch Gewalt, was auch immer. Und wenn wir uns dem nicht entreißen und sagen, stopp, bis hier, egal, ich habe Kinder oder nicht, egal, da muss ich weg, sonst sterbe ich. Wenn ich das nicht tue, dann sterbe ich wirklich, aber auch den seelischen Tod. Das heißt, die Seele wird dann geholt von der Dunkelheit und die ist weg. Und was den Jesusweg betrifft, das ist genau das Gegenteil, das ist der Aufstieg. Wir steigen nur auf über Jesus. Nur wer seinen Weg geht, wird aufsteigen. Das heißt, er muss sich entscheiden für die Wahrheit, weil Jesus hat ja die Wahrheit gelebt. Und jeder Mensch muss sich entscheiden, lebt er die Wahrheit oder lebt er den Trug, die Illusion, lebt er den Schein. Macht er alles, was das Dorf macht, was der Chef macht, was die Gesellschaft macht, um nicht aufzufallen. Und wenn er Missstände sieht oder Ungerechtigkeiten sieht, schaut er weg aus Angst. Es könnte ihn schaden oder man könnte ihn, wenn er sich outet, aus der Gesellschaft ausstoßen. Und das ist eben genau die Entscheidung, die man dann fällen muss. Lebt man für die Wahrheit oder für den Schein? Und Jesus hat für die Wahrheit gelebt und hat sogar den symbolischen Tod auf sich genommen. Und das war das Zeichen, die Einleitung der Rückkehr zu Gott vor 2000 Jahren, die er eingeläutet hat. Er ist nur deswegen offiziell gestorben, um den Weg zu ebnen für uns alle, die nachkommen. Und er ist aber wieder da und er wird uns alle wieder nach Hause führen, und zwar alle, die nach Hause wollen, wird er jetzt nach Hause führen. Und diesen Weg müssen wir gehen, diesen Jesusweg, um uns zu entscheiden. Und dass wir, ich habe gerade Besuch, Entschuldigung, dass wir den Weg gehen können, ist er da, um uns den Weg zu zeigen und er lebt uns den Weg vor. Und wer intelligent ist und logisch denken kann, wird ihn finden. Und wer nicht, der wird ihn auch finden, wenn er es finden will. Das heißt, der Jesusweg bedeutet, alles auf sich zu nehmen für die Wahrheit, ohne auf sich selber Rücksicht zu nehmen. Dann wird man die Erleuchtung früher oder später finden. Sananda, ist es sinnvoll und notwendig, eine an sich unglückliche Partnerschaft zu beenden? Oder sind das nur Prüfungen und Karma? Und woran erkennt der Zuschauer, was sein soll und was nicht sein soll? Was künstlich durch dunkle Mächte initiiert oder veranlasst wurde, oder was echt ist
und so sein muss. Also ich kann das auch wiederum nur an mir festmachen, weil ich kann ja nicht für andere sprechen. Ich hatte auch viel Streit durch mein schweres Leben. Wenn man nie Geld hat, die Frau wird immer unzufrieden und ich natürlich auch. Man kann nichts bieten, man ist dem System ausgeliefert. Diese ständige Ups und Downs, die ich zum Beispiel hatte, wenn man meinen Lebenslauf anschaut, das war ja ein Kamikaze-Leben und sehr schwer. Und ich habe halt gemerkt, meine Partnerin hat immer zu mir gehalten, auch wenn ich kein Geld hatte. Ich habe auch zu ihr gehalten, wenn ich keinen Sex hatte. Es war da eine Bindung da, die war stärker wie alles andere. Und auch wenn wir Streit hatten, nach ein, zwei Tagen, auch beim größten Streit, war der auf einmal wieder weggeblasen und wir hatten wieder den Drang, uns zu sehen und zu umarmen. Und dann sollte man einfach, wenn man einen Partner hat, der vielleicht bösartig ist oder scheint, könnte man ja auch mit Besetzungen erklären, einfach überlegen, ist das derjenige selber, der da gegen mich geht oder wird der beeinflusst? Sind es die Umstände, die das Ganze verursachen oder ist es er selber? Ist er von tiefem Dings aus bösartig oder ist er einfach verzweifelt und reagiert deswegen aggressiv und so weiter? Und dann einfach Abstand gewinnen und dann schauen, wie sind nach drei Tagen nach meine Gefühle. Sich mal trennen eine Weile, auch räumlich, wenn es irgendwie geht und schauen, wie sind die Gefühle nach einer Woche, nach zwei Wochen. Und dann wird man schauen, überwiegt noch ich sage jetzt mal Hass, überwiegt das Negative, die Verachtung und die Missgunst oder überwiegt, wobei ich diese Gefühle jetzt selber nicht kenne, aber ich kenne sie mir gegenüber von anderen Menschen. Oder sind die Herzgefühle stärker, die Anziehungskraft stärker? Also was zusammengehört, kann man gar nicht trennen. Ach, schön, ja. Vielleicht nochmals zum Aufstieg. Wer steigt denn nun wirklich auf oder ab wann steigt jemand auf? Und hat das etwas mit der Seelenherkunft von anderen Planeten zu tun? Kann sich das überhaupt ändern? Oder ist das von Geburt an festgeschrieben? Also festgeschrieben ist es nicht. Wir leben jetzt in der Endzeit und das heißt, jeder, der eine Seele hat, selbst die Mantisse, die keine haben, können sich noch eine zurückholen durch ihre Läuterung. Das Stichwort ist die Läuterung. Die Seelenherkunft ist natürlich entscheidend. Der Aufstieg geschieht nur als Indigo, nicht runter. Das hat mit der Schwingung zu tun. Ich kann diesen Kreis hier, diese Dimension nur über die Schwingung verlassen. Wir sind der Energiewesen, Geistwesen, wir schwingen auf einer bestimmten Ebene. Mit diesem materiellen Körper kann ich das nicht verlassen. Ja. Nur mit meinem Geistkörper. Also wenn ich das Leben mal beende hier, entweiche ich meinem Körper. Und je nachdem, wie hoch ich schwinge, in die hohe Dimension kann ich dann gelangen. Und in der Regel ist es für den Normal-Indigo die fünfte Dimension. Es kann aber auch dann über die zehnte sein. Also mein Geist schwebt in der zwölften Dimension. Das heißt, es geht nur über den Indigo. Ich muss Indigo werden. Natürlich ist es jetzt kein Zwang, weil das geschieht automatisch. Das kann man auch nicht erarbeiten. Oh, ich werde jetzt Indigo, ich werde alles tun, damit ich Indigo werde. Und das ist Kindergarten. Das hat einfach nur was mit Läuterung zu tun. Ich muss mich läutern, ich muss keine Seminare besuchen, ich muss nicht nach Indien oder nach Nepal gehen, ich muss nicht nach Brasilien gehen. Ich muss nicht zu irgendeinem Guru gehen, der mich erleuchtet und so weiter. Ich muss keine teuren Schulungen und was alles machen. Alles Blödsinn. Ich muss nur geläutert werden. Das ist alles. Ich muss geläutert werden. Ich muss mich läutern von den niederen Trieben. Neid, Missgunst, Hass, Gewalt, die ganzen niederen Triebe, Süchte, Trinken, Sex, Rauchen, alles zusammen. Das sind die Triebe, die ich im Griff haben muss, die ich kontrollieren muss und nicht die mich. Solange die mich kontrollieren, habe ich keine Chance aufzusteigen. Ja. Also es führt kein Weg daran vorbei, seine Triebe zu kontrollieren und zu sublimieren. Ansonsten ist ein Aufstieg in diesem Leben nicht möglich. Wobei in diesem Leben, in dieser Endzeit, für jeden eigentlich der Aufstieg möglich ist. Für jeden außer den Reptos. Die sind ja nicht hier, um aufzusteigen. Saranda, spielen deine Behandlungen eine wesentliche Rolle, wenn es
um diesen Aufstieg des Menschen geht. Ja, ich würde sagen, das ist der Hauptgrund. Die Heilungen, die Tausende von Heilungen, die da passieren und Wunderheilungen, sind mehr oder weniger Kollateralerlebnisse, die natürlich für die meisten Menschen wichtiger sind und sehr wichtig sind und an erster Stelle stehen. Für mich als spirituellen Mensch steht natürlich an erster Stelle, den Menschen im Bewusstsein anzuheben. Wenn ich den Klienten im Bewusstsein anhebe, indem ich ihn befreie von seinem ganzen Übel, steigt er in der Schwingung an und kann quasi durch meine Energie, die grenzenlos ist, kann er dann quasi in diesem Energiefeld mitschwimmen bis zum Aufstieg, wenn er sich quasi halten kann. Viele fallen natürlich auch wieder ab, aus tausend Gründen, die das Ego manipuliert, der Verstand manipuliert und so weiter. Also das Hauptziel der Behandlung ist eigentlich, den beseelten Menschen zum Aufstieg zu verhelfen, damit sie hier rauskommen aus diesem Gefängnis. Zum Bewusstsein und den Schwingungen. Wie erlangt man ein hohes Bewusstsein? Und hat das Bewusstsein etwas mit paranormalen Fähigkeiten zu tun? Ist es Voraussetzung, Veganer zu sein oder gar nur Lichtnahrung zu sich zu nehmen, um eine höhere Schwingung zu erlangen und dann aufsteigen zu können? Das ist alles Blödsinn, das ist alles gefährlich und Geldmacherei. Lichtnahrung ist ein ganz heikles Thema. Das heißt, ich ernähre mich quasi nur von Licht und Liebe. Ich brauche kein Wasser, kein Essen. Dann töte ich meinen Körper. Die Organe werden irgendwann versagen. Das kann ich machen, wenn ich in Nepal im Schrein sitze, als 200-jähriger Mönch, der sich alle 3 Monate mal bewegt. Der ist so weit von der Entwicklung, dass er quasi seinen Körper besucht, wenn er gerade will. Aber der nimmt nicht mehr am Leben teil. Wenn du das vorhast, gerne probierst. Kann aber sein, du stirbst auf dem Weg dorthin, weil du das Training nicht hast. Ich kann nur jedem raten, die Finger wegzulassen von Lichtnahrung. Und das hat mit dem Bewusstsein gar nichts zu tun. Es gibt esoterische Lehrer und spirituelle Lehrer und Lehrerinnen, die sich so nennen, die propagieren nach außen, ab einer gewissen Bewusstseinsstufe muss ich Lichtnahrung zu mir nehmen und brauche ich kein Essen mehr. Das ist sowas von blöd. Ich kann das gar nicht ausdrücken, wie blöd das ist. Wir sind hier auf der Erde, um die Materie zu überwinden, zu meistern und nicht um von ihr abzuhauen. Und unser Körper hat das Recht auf eine Nahrung, ganz einfach. Und natürlich muss ich darauf achten, dass ich gut esse, Gemüse, Salat, Rohkost, möglichst nichts Gebratenes, möglichst kein Fett, Zucker sowieso nicht. Diese Dinge sind normal. Dass jemand keine Tiere isst, gehört für mich zur Selbstverständlichkeit, wenn er spirituell ist. Jemand, der noch Tiere isst, ist für mich nicht spirituell. Das ist aber Grundvoraussetzung, um aufzusteigen, um ein höheres Bewusstsein zu bekommen. Aber es ist nicht der Grund, um ein höheres Bewusstsein zu kommen. Es ist nur ein kleiner Baustein, vegan zu leben. Das Entscheidende, um ein höheres Bewusstsein zu bekommen, sind Erfahrungen zu sammeln und die richtigen Erkenntnisse daraus zu ziehen. Weil es nützt ja nichts, wenn ich Erfahrungen mache und ich ziehe keine Erkenntnisse daraus. Wenn ich jetzt meinem Hund jeden Tag mit der Peitsche auf den Arsch schaue, weil er nicht Sitz macht und sage aber nie Sitz dazu und er verknüpft es nicht, bekommt keine Erkenntnisse, dann hat er nur die Erfahrung, dass er Schläge kriegt. Und wenn ein Mensch ständig Krankheiten bekommt, sind das Botschaften von der geistigen Welt, dass er was ändern muss im Leben, dass er einen falschen Weg geht. Oder dass er irgendwas vergessen hat in seiner Inkarnation. Und diejenigen, die das ignorieren, die dann zur Chemotherapie rennen oder dorthin und dorthin, suchen den Weg im Außen und dann wird der Krebs wiederkommen, wird alles wiederkommen. Das heißt, ich muss für mich oder der Mensch muss Erkenntnisse sammeln und zwar die richtigen Erkenntnisse sammeln. Und das geht nur über das Suchen und Finden der Wahrheit und diese auch zu leben nach außen. Und dann steigt er irgendwann automatisch im Bewusstsein. Paranormale Fähigkeiten, die sind nicht nur notwendig, die haben nur wenige, die können aber auch dunkle haben. Also es gibt auch Reptos, die Hellseher sind oder die dementsprechende Fähigkeiten haben. Das ist nicht begrenzt auf Indigo oder Repto. So wie es früher auch die Hexen gab. Es gab ja die schwarzen Hexen und die weißen Hexen.
verbrannt worden in der Inquisition, immer die weißen Hexen, die guten. Ja. Also ich hätte jetzt heute wenig Überlebenschancen als weiße Hexe, als weißer Hexer, wenn ich mal so sagen, salopp sagen will. Und gab aber auch viele schwarzen Hexen. Aber die standen ja immer unter dem Schutz der Dunkelheit hier auf der Erde. Zum Abschluss, Sananda, hast du uns vielleicht noch einen Blick in die Zukunft, eine Prognose, was uns in den nächsten Jahren erwartet? Wie wird das alles enden hier? Ja, du wirst es nicht glauben. Das frage ich mich jeden Tag, mehrmals am Tag. Also Fragen nicht in dem Sinne, sondern ich frage mich, wie ich das überleben soll. Weil ich sehe es ja in meinem Leben und von meiner Familie, wie schwer es für uns mittlerweile ist, durch die anfangs erwähnten Drangsalen und Verfolgungen, die ja die meisten Menschen gar nicht realisieren. Es gibt ja auch noch andere Indigos und Santiner, die auch verfolgt, drangsaliert werden, die merken es halt nicht. Die denken, was redet denn der Sananda für ein Zeugs? Die merken gar nicht, was ihnen passiert und verknüpfen das gar nicht. Das kann lange dauern, bis sie das realisieren. Die meisten werden es nie realisieren. Und so merken auch die meisten nicht, in welcher Welt sie gerade leben, was mit dieser Welt passiert. Es wird jeden Tag schlimmer. Die Dunkelheit zeigt sich immer mehr. Und sie schicken uns die Reptos aus dem Osten und aus dem Süden in unsere Länder, Österreich, Schweiz und Deutschland. Das sind ja die Nationen, die eigentlich die Herrscher der Welt wären, laut Geburtsrecht, wenn man jetzt mal 3.000, 4.000 Jahre zurückgeht. Nur das wurde ja alles verdreht von den Reptos. Die Reptos haben die Könige zu Bettlern gemacht und haben sich zu Königen gemacht. Das heißt, wir werden regiert von Dämonen, von Reptiloiden, von Dunklen in Menschenkleidern. Und die haben nur ein Ziel, uns zu zerstören, alle Beseelten zu zerstören. Und die machen auch ihr eigenes Volk kaputt, sie stehen auch egal. Da geht es um Macht. Und die nehmen keine Rücksicht auf die Erde, die haben nur ihre Ziele im Kopf. Da geht es nur um Profit, Rendite, Gewinne, Maximierungen, Umsatz. Und da geht es um Rituale, da geht es um energetische Mächte, die da im Hintergrund stehen. Und die haben alle ein gemeinsames Ziel, uns zu zerstören. Und die halten uns hier gefangen auf diesem Gefängnisplaneten Erde. Wir sind Gefangene, wir sind Freigänger und werden immer mehr eingedrückt in die Schachtel, in die Flohschachtel, die kennen wir ja alle. Da werden wir immer mehr reingedrückt, die Schachtel wird immer mehr zugemacht. Wir dürfen schon kaum ein bisschen mehr hüpfen, die Schachtel wird immer weiter zugemacht. Irgendwann ist sie zu, dann sind wir in der Schachtel drin und keiner hat es gemerkt. Wir sind dann Leibeigene von diesen dunklen Wesen und das Ziel von uns allen sollte sein, hier rauszukommen aus diesem Gefängnis. Das ist unser Ziel und das geht nur über den Aufstieg, über die Schwingung. Das geht nicht mit dem Körper. Deswegen müssen wir spirituell werden oder die Menschen müssen spirituell werden und gläubig werden, um hier wieder rauszukommen. Es gibt keinen anderen Weg. Und die nächsten Jahre, wolltest du vielleicht noch wissen, es wird ein Massensterben geben. Ab 2021 bis 2036 wird dieser Übergang passieren. Das heißt, in dieser Zeit werden mehrere kleine Kataklysmen geschehen, also Stürme, die Vorboten haben wir ja alle schon, Südafrika. Wir sehen auch bei uns, dass sich das Wetter verändert. Es wird immer mehr Perioden der Kälte geben und auch der Wärme. Frühling und Herbst werden aussterben. Es wird brutal heiße Sommer geben und immens lange kalte Winter. Das Klima verändert sich, aber nicht wegen dem Klimawandel, sondern es ist alles hausgemacht. Das ist alles über die Harp-Anlagen und über Chemtrails wird das alles gesteuert. Die steuern das Wetter, wie sie es gerade brauchen. Und die Menschen werden jetzt reihenweise sterben. Immer jünger, immer werden die Menschen sterben. Die werden alle krank werden, die werden sterben. Die menschliche Bevölkerung wird radikal reduziert. Immer mehr Tiere werden geschlachtet. Es wird irgendwann ein Sodom und Gomorra geben bei uns. Hauptsächlich spielt sich das in Mitteleuropa ab. Wir sind hier so eine Art Zentrale, Deutschland, Österreich, Schweiz. Da wird sich das meiste abspielen, weil hier auch gleichzeitig das höchste Bewusstsein inkarniert ist. Und deswegen auch die höchsten Angriffe, weil hier eben
eben dieses Bewusstsein zerstört werden soll, dass wir uns erarbeitet haben, dass wir sind. Mhm. Bewusstsein ist man letztendlich, das kann man sich nicht erarbeiten, das ist man und kann es wieder werden. Und dann wird natürlich einiges noch passieren bis 2036. 2036 ist Shutdown, da ist vorbei. Da gibt es eine neue Welt. Mhm. Und die Welt werden nur wenige noch erleben. Ganz wenige. Aber mehr dazu möchte ich jetzt hier heute nicht sagen. Verstehe ich, ja. Auseinander, kannst du unseren Zuschauern vielleicht noch ein paar Tipps geben, wie sie diese schwere Zeit oder diese schweren Zeiten, die da kommen, meistern können oder besser meistern können? Ja, die Menschen müssen sich entscheiden für das, was wirklich, wirklich wichtig ist. Wer das jetzt noch nicht kapiert hat, noch geschnallt hat, der wird sterben. Die Menschen müssen in den Spiegel schauen und sagen, was willst du eigentlich hier auf dieser Erde? Wer bist du eigentlich? Warum bist du eigentlich hier? Warum lebst du eigentlich? Die Menschen müssen sich die Fragen stellen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wenn sie diese drei Fragen stellen, dann sind sie auf einem ganz guten Weg. Und dann werden sie irgendwann merken, dass das alles Humbug ist, was sie hier machen. Dass sie diese Karriere denken, ich will mal das und das werden und ich will dieses Vermögen anhäufen und ich will das und das und ich will der Beste im Sport werden. Und die Menschen sind doch total abgelenkt durch die hunderttausende Sportarten. Nur noch Sport, 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 Karriere, Karriere, Karriere. Es geht nur noch um materielle Dinge, es geht nur noch um Sex und das muss aus den Menschen raus. Die müssen wieder sich zurückbesinnen auf das Wesentliche. Und da werden sie merken, da ist nicht viel da. Wenn alles Geld weg ist, was ist denn dann noch da? Das, was in mir drin ist, das bin ich. Und die Menschen müssen spirituell werden und sie müssen wieder auf den Jesusweg finden. Sie müssen wieder zum Glauben an Gott finden. Die ganzen Spirituellen, die trauen sich noch nicht mal den Namen Gott in den Mund zu nehmen. Da geht es doch nur um Urquellen und um Seminare. Die Menschen müssen sich besinnen und das kann jeder ohne Geld tun. Er muss sich besinnen auf das Wesentliche. Und das andere, was die Menschen tun sollten, ist, sie müssen wieder ins Handeln kommen. Nicht nur bla 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 immer reden, sondern sie müssen handeln. Mhm. Ich gehe zum Beispiel raus, ich fütter die Füchse, ich fütter draußen die Tiere. Ich habe mehrere Futterstellen am Wald, natürlich versteckte. Wir haben auf dem eigenen Grundstück Futterstellen. Bei uns zu Hause kommen Füchse. In meinem Ferienhaus kommen jeden Abend Füchse und holen ihr Abendessen ab. Wie mein Hund auch. Mhm. Nur der macht es im Haus und die machen es draußen. Wir füttern die Bussarde draußen. Ob man das darf oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden und abklären. Aber wir tun's. Das heißt, wir helfen den Schwachen, den Tieren. Und wir helfen im Umfeld. Wenn wir sehen, da ist Hilfe notwendig im Umfeld, dann greifen wir ein. Das heißt, die Menschen müssen ins Handeln kommen. Sie müssen was tun. Und die Menschen heutzutage, die reden immer nur. Immer nur reden, demonstrieren, Schilder hochhalten und so Blödsinn. Sie müssen ins Handeln kommen. Sie müssen den Tieren helfen. Wer soll den Tieren denn helfen, wenn nicht wir? Mhm. Die können sich doch nicht selber helfen. Mhm. Wir müssen den Tieren helfen. Wir müssen in unserem Umfeld anderen Schwachen helfen. Das heißt, räum in deinem Umfeld auf und dann steht zur Wahrheit. Das heißt, wenn dir Ungerechtigkeiten widerfahren, dann widersetze dich. Schluck es nicht und zieh den Dings ein, sondern widersetze dich. Zeig denen, dass du Zähne hast. Und nicht kämpfen, sinnlose Kämpfe führen, Machtkämpfe, sondern sich widersetzen gegen Ungerechtigkeiten. Denn alles, was passiert, die Ungerechtigkeiten gegen die Tierwelt, die Schlachtungen, Menschen, die in Deutschland leben, in Hartz IV, die leben ja schlimmer wie Tiere leben ja die teilweise. Das ist sowas von menschenunwürdig, das darf doch gar nicht sein. Die Menschen müssen aufstehen und müssen für sich selber sorgen, für ihresgleichen sorgen und den Tieren helfen, zur Wahrheit stehen. Und wenn man das alles tut, in seinem Umfeld und in den Spiegel schauen kann, dann ist man auf dem richtigen Weg, irgendwann in der neuen Welt dabei zu sein. Schönes Schlusswort. Lieber Sananda, es war uns wieder eine Freude und auch eine Ehre, dieses Interview und Gespräch mit dir zu führen. Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, mit dir zu sprechen und deine wirklich positive Energie und Ausstrahlung zu erleben.
Wir wünschen dir und vor allem auch deiner Familie alles erdenklich Gute für die Zukunft, auch für die nahe Zukunft. Und wir würden uns alle sehr freuen, dich bald wieder zu einem Gespräch bei uns hier treffen zu dürfen. Gerne, gerne. Dankeschön, Sananda. Alles Gute. Ja. Sananda hat schon 2 Bestseller geschrieben. Band 1, Die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen und Band 2, Schockierende Enthüllungen. Erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm. Zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda. www.geistheiler-sananda.net